einmal runter, das Ganze. Holz hier hinten. Jo, da ist jetzt hier das geerntete Holz bald alles wieder weg, ne? Meine Güte, ja. So, 100 und 100 und 25 und 25 und lauter Stiefel und bisschen Zaun. So, 100 Zäune und Zauntore gingen andersrum einfach, ne? Ich glaube, die gingen einfach so. Genau, Zauntore gingen einfach so. 9 sind natürlich dann irgendwie 91 weniger, als ich machen wollte. So, komm, scheißegal. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Dann wird's nämlich bald wieder Zeit, dass wir nochmal auf die Jagd gehen nach ein bisschen Baum. Ja. 100 und 100 und da und da und hier und hier und hier und hier. Oh! 100. Tada! Und hier und hier und hier und hier und da 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 und bam! 12, ja, geil. Und da und da und so und so und so und zack und so und meine Güte. Ich glaube, so viele brauchen wir auch gar nicht. So. 32 müsste eigentlich, obwohl, oh, schauen wir mal. Zaun brauchen wir auf jeden Fall mehr als CPU, übrigens 53% ausgelastet. Die Aufnahme läuft jetzt auch schon irgendwie seit 2 Stunden 30. Meine Güte. Halbstundenfolgen haben wir auf jeden Fall gut abgedeckt, würde ich sagen, für die nächsten Wochen. Ich glaube, das ist gar nicht so eine blöde Idee. Einfach halbe Stunde pro Folge und bam. Jetzt haben wir es ja hier. Wir machen erstmal hier ordentlich zu, beziehungsweise hier können wir gleich auflassen, so. Hier können wir gleich auflassen, da können wir gleich auflassen. Hier müssen wir wieder aufmachen. Hier müssen wir auch aufmachen. Und wir brauchen bitte einmal den Hammer. Pam, pam. Zack. Hier. Der hinten ist schon, okay, hier noch zu, Mann, zadadadam, zadadadam, na. Ja, okay, also, Weg. Jetzt hauen wir mal hier einen Schlag rein, wir wollen ja fertig werden. Ich wollte eigentlich noch Cobblestone holen oder irgendwas wollte ich noch machen. Ne? Das habe ich jetzt wahrscheinlich genau vergessen, was ich machen wollte. Wir machen hier erstmal Weg. So. Dann machen wir hier hinten Weg. Ja. Ja. Dann machen wir da auch noch Weg. Aber ich glaube, das reicht sogar für den Weg noch alles. Ne? Ich glaube, wir haben genug Material, um fertig zu werden. Ohne nochmal hinlaufen zu müssen. Jo. Hier muss auch noch rein. Zack. Da kommt weg. Ja, komm, wir machen hier noch einen raus. Wir gehen hier noch einen raus irgendwann mal und da lassen wir es vielleicht so. Aber hier sollten wir auf jeden Fall noch einen rausgehen. So. Da muss ich gucken, wo ich meinen Eimer gelassen habe. Dann kann man nämlich hier einmal kurz auffüllen. Ansonsten ist soweit alles. Beleuchtet ist es, beleuchtet ist es. Da hinten ist auch alles beleuchtet. Da ist alles beleuchtet. So, ist hier auch alles beleuchtet. Hier ist, glaube ich, auch alles beleuchtet. Ne? Ich glaube, beleuchtet habe ich überall. Nochmal. Haust du mal ab hier aus meinem zukünftigen Beet. Hier oben ist noch nicht beleuchtet. Das heißt, hier oben müssen wir noch beleuchten. Zack. 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 Pa. Ja. Huhn! Hau ab, Huhn!
So. Ich bin schon wieder voll, ne? Meine Güte. Wir schmeißen mal ein bisschen Zeug irgendwie. Mal ein bisschen was mitnehmen hier. So. So. Und dahin. Und dahin. Und dahin. Und hierhin. Und hierhin. Und hierhin. 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 Da fehlt auch noch was. So. So. Das sieht soweit alles okay aus. Das sieht soweit alles okay aus. Da hinten ist noch eine Lücke. Hier. Ansonsten, ja. Passt, 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 passt. Dann können wir das hier wieder reintun ins Inventar. Oder auch nicht. Komm. Dann machen wir nämlich mal eben doch noch eine Axt. So. Und dann hauen wir nämlich überall die ganzen Zauntore nochmal raus und machen die nochmal alle überall neu schön. Ah, jetzt habe ich den Lebensvorrat weggeschmissen. Egal. So. Wie gehen denn die auf? Die gehen nach außen auf, ne? Nach außen auf war aber richtig. Egal. Wir machen sie alle neu, dann ist es alles gleichmäßig. So, da war eh vorbei. So, hier ist. Da ist. Hier ist vorbei. Wir gehen das jetzt ganz strukturiert einfach einmal durch. Dann haben wir es nämlich einmal ordentlich und dann sollte das auch ordentlich bleiben. So, hier ist auf. Hier ist auf. Hier ist auf. Bis da hinten ist auch auf. Okay. Dann schauen wir mal seitlich. Hier ist auf, da ist auf. Okay. Da ist auf, da ist auf. Hier ist auf, hier ist auf. Hier ist auf. Hier ist auf, hier ist auf. Und hier wächst schon wieder irgendwie. Naja, gut, okay. So. Hier ist auf, da ist auf, da ist auf, da ist auf. Da war sowieso alles auf. Und hier müssen wir eigentlich nur noch den Zaun weghauen. So. Na. So. 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 Ja. Da war, glaube ich, alles. Da habe ich dann drauf geachtet. Genau, oben habe ich einfach so zugemauert nur. So, das ist soweit alles okay. Trotzdem würde ich ja fast sagen, da es noch nicht so ist, wir machen hier nochmal zu. Ups. Ja. Natürlich der einzige Cobblestone, den ich noch habe. Nochmal Erde rein. Na, Erde rein. Da rein. Rohes Fleisch, lecker. noch mehr rohes Fleisch. Oh, nom 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 nom. So. Genau. Und Zauntor zu. Ja, hier geht's weiter, da geht's weiter. Da muss auch auf, weil es da auch weitergeht. Zack. Und zack. Und hier geht's auch weiter. Zack. Und zack. So, dann haben wir überall. Jetzt soweit, glaube ich, alles auf, alles durch. Jetzt weiß ich auch, was ich wieder wollte. Ich wollte mal nach meinem Eimer schauen. Den habe ich doch in der Aufräumwut bestimmt in irgendeine Kiste geschmissen, oder? Ja, hier ist übrigens noch eine Türe. So. Und hier ist noch eine Türe. So. Und hier muss auf. Hier muss auf. Und so. Da
das, auf das, auf das, auf das ist soweit alles. Auf den ersten Blick, ich sehe jetzt nichts. Das müsste soweit alles passen. Diese Kreuzung hier, da könnte man eigentlich irgendwie so ein Kreuzungsdach drüber bauen, schon fast, ne? Attacke! Pam! Pam! So. Gut. Wir gucken mal eben nach dem Eimer. Bergbau? Habe ich den hier reingetan? Nein. Da? Nein. Da können wir aber eigentlich mal gucken. Habe ich irgendwas Ackerbaumäßiges? Ich habe Samen. Warum sollte ich da Samen reintun? Die können eigentlich weggeschmissen werden. Cobblestone brauche ich keinen mehr. Möbel brauche ich auch nichts mehr. Hier, da, das Ding kann hier wieder rein. Das Ding kann hier wieder rein, beziehungsweise hier unten rein. Erde. Na doch, Erde brauche ich gleich, aber die hole ich mir gleich nochmal neu. Sand? Habe ich Sand? Nein. Werkzeuge. Ich brauche den Hammer nicht mehr. Ich brauche die Hacke. Die brauche ich auf jeden Fall noch. Wir können eigentlich die anderen Hacken dann auch mal verbrauchen. Aber die Axt brauche ich nicht mehr. Ja, wir haben so viele Hacken jetzt hier. Die Stöcker brauche ich auch nicht mehr. Holzzeug hier. So, die Zaunteile normal brauche ich nicht mehr. Guck mal, hier sind noch Zauntore, die brauche ich auf jeden Fall noch. Normalen Zaun. Brauche ich dann später wieder, wenn die weiter erweitert werden. Ja, komm, was soll's. Das Holz kommt hier unten mit dazu. Das passt schon. Ökokram, da habe ich die Wolle drin. Ich kann mir jetzt ein Bett bauen, wenn ich dann mit roter Farbe einen von denen einfärbt. Ich mache das mal eben. Dann haben wir nämlich ein Bett. Da können wir die Nacht, auch wenn sie nur 2 Minuten lang ist, überskippen. Waren das einer oder zwei? Ich glaube, das waren zwei, ne? Ist das Bett rot oder ist das Bett... Das Bett ist rot, ne? Ich brauche zwei. Beziehungsweise, wir haben noch bestimmt irgendwo... Moment. Ein Schild. Und hier. So, zack, 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 zack. Pam. So. Bette. Bette, Bette, Bette. Genau, das Bett ist nämlich rot. So, so, so. Das haben wir, glaube ich, alles da, was wir brauchen. Zack, zack. Zack, 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 zack. Dam, 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 dam. Da, da, dam. Dam, dam, dam. Tada! Wir haben ein Bett. Das Bett kommt jetzt nämlich oben schön hier. Hier wäre natürlich geil, weil hier der Sonnenaufgang ist, dass man so, Schlafzimmer Richtung Sonnenaufgang hat. Das sieht halt sehr komisch aus, das Bett, aber das ist okay. Hier hinter kommt dann zu. Hier kommt man dann eigentlich mit den Dingern zumachen und... schauen wir mal. Einrichtung machen wir irgendwann mal noch, aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein Bett fertig. Okay. Bevor ich das wieder vergesse, wir haben es jetzt. Dann schmeiße ich ein bisschen Kram in die Öko-Kiste. Weg, weg, weg. Na komm, weg jetzt so. Dann... Gehen wir hier oben kurz mal rein und gucken mal, dass wir ein bisschen was gebrannt kriegen. So, nächsten Kollen brennen hier. Nom, nom. So. Den Kram können wir runterbringen. Boah, ich glaube, ich kappe das hier wieder rein. Brauchen wir ja auch nicht mehr. Die wollen wir gleich verwursten. Danach bauen wir die Zauntore ein. Beleuchtet haben wir soweit. Ups, beleuchtet haben wir soweit. Bergbau kommt hier rein. Und Kohle kommt nach oben. Jetzt haben wir gleich dann hier Steinzeug. Kann hier wieder rein. Sand. 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 So, bisschen Rasen. Was machen wir denn hier jetzt mit? Weizensamen. Können wir eigentlich kurz mal einpflanzen, oder?
Obwohl, nee, es war, glaube ich, fertig. Nee, es war noch nicht fertig. Es war ganz knapp nicht fertig. So, zack. So, das bleibt hier. Die Krams hier, das kann man auch benötigen. Jetzt muss ich immer noch nach meinem Eimer schauen. So, brauchen wir die erstmal auf. Brauchen wir die dann in der Reihenfolge erstmal auf. Kohle kommt nach oben. Der Eimer, den holen wir uns auch gleich wieder. Wir haben ja Zeit. So, gebrannt ist hier. Kommt das nämlich hier dann dazu und das kommt hier mit dazu. Dann haben wir da auf jeden Fall genug von da. So, dann schauen wir mal eben nach dem Eimer. Wo ist denn der abgeblieben? Den habe ich doch irgendwo reingeschmissen. Da habe ich ihn reingeschmissen. Hier ist der Eimer. So, jetzt müssen wir nämlich mal schauen. Eigentlich brauchen wir noch einen zweiten Eimer. Dann können wir uns nämlich immer hin und her laufen hier. Ne, ist egal. Laufen wir immer hin und her. Beziehungsweise, nö, weißt du was? Wir machen einfach noch einen Eimer. So. Ja. So. Fertig, ne? Hier ist alles genau. So, dann. War da jetzt jedes Mal hin und her laufen? Ganz ehrlich, nö. So. Nummer 1, Nummer 2. Einmal zurück das Ganze. Da ist schon, okay. Ach, dann können wir das eigentlich direkt wieder mitnehmen, ne? Brauchen wir dann ja nicht mehr. So, aber hier brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen. Zack, 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 zack. Na komm. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Zack. So, dann machen wir hier nämlich auch nochmal wieder und dann sollte das eigentlich erledigt sein, das Ganze. Ja. Ist dann doch angenehmer, so mit zwei Eimern zu arbeiten, als nur mit einem. Na, hier muss noch komplett ausgefüllt werden. Na super, habe ich natürlich jetzt alles schon weggebracht. Okay, dann holen wir es einfach nochmal, weil hier ist ja soweit alles okay. Da passt soweit auch alles. Hier ist soweit alles okay. Das heißt, einer muss noch ausgefüllt werden. Und einer braucht noch Wasser. Der braucht auch noch Wasser. Können wir hier eigentlich schon mal in die Mitte setzen. Und hier hinsetzen. Werkzeug war hier, ne? Genau. Können wir die Arme erstmal wegtun. Brauchen wir nicht mehr. Was wir aber brauchen, war Erde. Erde.
Nehmen wir einfach mal einen 100er mit. Ja. Eieieiei. Alter, 3 Stunden Aufnahme gleich, ne? Alter, ich habe 14:22 angefangen, jetzt haben wir 17:12 Uhr. Oha. Ich hoffe nur, der Plattenplatz reicht aus und die Sichtweite muss ich auf jeden Fall wieder ein kleines bisschen runterstellen. Weil Plattenplatz müsste eigentlich reichen. Wenn es 1 Terabyte ist, ist okay. Wenn es 2 Terabyte sind, ist auch noch okay. Danach wird es dann langsam eng. Ausfüllen wollten wir. Hier wollten wir ausfüllen, genau. So, hier, 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 hier und hier. Oh. Darf ich jetzt? Danke. So. Alles klar. So. Da, 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 da. So ist doch hübsch. So ist doch hübsch hier. Jetzt haben wir nämlich überall Zeug drin. Jetzt gehen wir nämlich hin und können mit der Hacke dann überall mal schön Ackerland machen. Beziehungsweise mit den Hacken. Wir brauchen die jetzt einfach alle auf. Das ist egal, da sind die weg. Das war die erste. Die hält auch nicht so ewig lange. Schade, dass man nicht gedrückt halten kann, sondern dass man für jeden einzelnen wirklich einmal klicken muss. So, egal. So. Zack, zack. Zack. Wird's etwa schon wieder Nacht? Meine Güte. Wahrscheinlich die ganze Zeit nur die Maus klicken. Wir wollen es jetzt mal ein bisschen ranhalten. Ich wollte das jetzt nicht noch irgendwie 3 Stunden 50, 3 Stunden 30 oder so. 3 Stunden müssen eigentlich reichen. Dann haben wir auch wirklich gut was geschafft. Wir haben eine vernünftige Höhlentour gemacht, dass wir ein bisschen Material haben erstmal. Wir haben die... da ist sie weg. Ja, wir haben die Felder so ein bisschen weitergebaut. Oh, da muss natürlich noch ganz viel geerntet werden, was dann da eingepflanzt werden kann zum Züchten. Aber ansonsten... Gut, was halt noch gemacht werden muss bei den Wasserlöchern. Die müssen nochmal ein bisschen erweitert werden. Da kommt unten eine Glasscheibe rein und unter die Glasscheibe kommt eine Fackel. Oder ein Leuchtstein oder sowas. Mal gucken. Dass dann auch die Felder in der Mitte beleuchtet sind, weil wie man jetzt sieht, sind es natürlich nur am Rand. Ist nicht schlimm, funktioniert genauso, aber es sieht halt nicht so cool aus. So viel zum Thema, ich war fertig. Ja. Da muss noch rein. Da muss noch rein. Da hole ich den Hammer gleich nochmal. Den hatte ich ja schon weggetan, genau. So. Ja, also wie gesagt, haben wir gut was geschafft. Muss dann auch erstmal reichen. Da kommt ein Viech angelaufen. Was will dieses Viech denn von mir? Soll ich es hauen? Komm mal her, dann hau ich dich. Was willst du tun? Plopp, da ist es weg. So. So, dann... Einmal Hammer her. Och. Ja. Ich behalte mal einfach noch den Hammer. Man weiß ja nie. Gut,
Die Hacke könnte sogar reichen, wenn wahrscheinlich auch sehr, sehr knapp, oder sie geht kurz vorher kaputt. Na, schauen wir mal. Ja, muss ich gleich nochmal reingehen, ich habe ja das ganze Material schon weggebracht gerade. Und ich würde das auch tatsächlich erst dann brennen wollen, wenn ich wirklich alles elektrisch habe, mit einem Grinder, weil der dann irgendwie da dann Pulver draus macht aus dem Zeug, und aus dem Pulver kriegt man halt zwei Barren aus dem, von dem jeweiligen Material. Das heißt, es wird alles einfach mal so ein bisschen verdoppeln. Da muss man gucken, ob ich mir dafür eine Elektrofirma kommen lasse, die das für mich einbaut, oder ob ich selber einbaue. Schauen wir mal. Ne? Also entweder ich hole mir die aus dem Creative oder ich baue selber. Wobei ich wahrscheinlich selber bauen werde, aber müsste ich gucken. Ja. Wobei diese ganze Technikrezepte so asig teuer sind, ne? So, die Felder. Könnte tatsächlich reichen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, eigentlich müsste da hinten auch wieder auf sein, weil da will ich ja noch weiter bauen, genau wie da. Ich guck gleich mal. So, das letzte Feld oder vorletzte Feld? Ich hoffe, das letzte Feld. Oha, oha, das wird aber wirklich... Oh, das wird wirklich... Ah, das war's. Hm, hat nicht gereicht. Wie vermutet. Das heißt, ich gehe nochmal kurz zurück. Bei der Gelegenheit gleich mal gucken. Da hinten sind noch zwei. Dann würde ich sagen, was soll's. Wir machen nochmal aus... na, ein weiter. Wir machen nochmal aus Mese. Solange wir noch Felder bauen, müssen wir ja so oder so irgendwie so eine Feldhacke haben. Das geht so. Warum habe ich denn da jetzt drei mitgenommen? Moment. Das weg. Das wieder rein. Bei der Gelegenheit. Das weg, das weg. Na, so, hoppa, hoppa. So. Hier unten. Also komm, machst du hier das, ne? Also, So, was ich meine, hier hinten, weil hier ist überall offen, obwohl da auch noch nicht gebaut ist. Und hier wollen wir ja bauen, aber hier ist zu. Das heißt, hier machen wir auch einfach auf. Ja, toll. So, zack. So, weil hier wollen wir ja einen weiterbauen. So, dann gehen wir nämlich einmal wieder rauf. Da waren ja auch noch Felder. Ja. Mal gucken, was wir da alles irgendwie anbauen können. Weil die Farming-Mod wird ja regelmäßig erweitert. Da kommen ja immer wieder neue Sachen dazu. Ja, und damit dann möglichst alles auch irgendwie einmal auf einem Feld angebaut ist, ne, dass wir möglichst viel dann irgendwie haben, werden wir vielleicht sowieso alle brauchen. Falls nicht, können wir einige doppelt benutzen oder wir lassen sie einfach frei oder gucken mal, was wir da dann anpflanzen. So ein Barmaterial, so ein paar Materialien haben wir ja. Beziehungsweise so ein paar Pflanzen haben wir ja. So, das sieht soweit alles okay aus. Da müsste dann jetzt eigentlich alles fertig sein. Hier ist ordentlich, da ist überall ordentlich. Das heißt, wir gucken mal, dass wir jetzt nämlich schön von Anfang nach Ende einmal durchgehen und überall Zauntore setzen. Ich überlege gerade nach außen. Oder nach innen.
Nach außen. Na, so. 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 Also immer vom Weg setzen, damit die dann nach innen, nach außen aufgehen. Gut, die gehen doch so versetzt auf, aber man kann da eh durchgehen. Nein. ach nee, man muss an das Dings reinklicken. Ja. Von außen. Da ist komplett. Da ist dann auch gleich komplett. Zack. Zack. Da ist schon. Da ist schon. Da. So, hier ist ja relativ einfach. Hier gibt es ja nur diese Wege hier. So, dann haben wir hier oben die obere Ebene soweit durch, ne? Ja, da hinten ist noch nicht. Hinten nur eben kurz machen. Ups, so. So, obere Ebene, Zauntore, fertig. Dann gehen wir eine Ebene tiefer. Da. 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 Oh, wir könnten hier tatsächlich eigentlich auch rausgehen. Hm, schauen wir mal. Überlege ich mir noch. Wir lassen sie erstmal so. So, da ist auch fertig. Die Ebene ist auch durch. Dann gehen wir jetzt noch eine Ebene tiefer. Da. 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 Dann. Dann. So, Zauntore. Dann. Nein, fast. So. Und hier, zack. 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 Und das letzte. Jo, alles soweit durch, würde ich sagen. Da ist auch soweit alles durch. Alle Zauntore gesetzt. Es leckt gerade wie Hulle. Ja, Framerate müssen wir mal gucken. Können wir immer noch mal was machen. Jetzt würde ich doch ganz gerne einfach einmal kurz schauen. Einen kleinen Überblick irgendwie ermöglichen, dass wir mal gucken, was wir jetzt eigentlich alles gebaut haben hier. Und wo denn von hier, oder? Oha, das sieht aber jetzt schon geil aus, meine Güte. Oh ja, okay. Felder sind Felder, würde ich sagen, ne? Sieht alles richtig aus. Da wächst zwar schon wieder munter ein bisschen Gras mittendrin in den Feldern, aber das ist okay.
Ja, also, dann wird's weitergehen. Oha. Darunter falle ich hin, ne? Dann wird's weitergehen. Hier können wir eigentlich tatsächlich noch rausgehen. Hier können wir irgendwie noch hier oben ein weiter, hier ein weiter, hier vielleicht zwei, ne, auch ein weiter. Dann ziehen wir hier noch eine Reihe rein und dann geht es hier nämlich wieder hoch. Und hier hinten können wir eigentlich das dann. Na, schauen wir mal. Vielleicht machen wir noch eine Baumfarm hin. Möglichkeit bestehen ja. Meine Güte. Gut, es ruckelt natürlich jetzt irgendwie extrem, weil ist so. Nein, also so sollte das jetzt eigentlich erstmal reichen. Ich meine, wir haben ja gut was geschafft. Oh, da mal einen Screenshot von machen. So. Dann würde ich sagen, diese Aufnahmesession von heute Nachmittag bis jetzt heute Abend, 3 Stunden, 5 Minuten, sollte damit erstmal erledigt sein. Ich stecke mir noch eine Weintraube in den Mund. Oh. Ja, bah. Der ist warm inzwischen. War widerlich. Jetzt habe ich den Klammerkram gar nicht angerührt hier, wobei der ist auch inzwischen. Oh. Kann man wahrscheinlich. Ah, doch. Ist das scharf gestellt? Ist das scharf gestellt? Das ist inzwischen weich. Schmeckt auch ein bisschen weich. Das ist der Nachteil, wenn man im Dachgeschoss ist. Und dann mal locker 40 Grad hat. Was tut man nicht alles, ne? Nein, also Spaß beiseite. Guck mal hier, bei Nacht sieht auch schön aus. Komm, ich mache von Nacht auch nochmal einen Screenshot. Ja, weiß ja nie, wofür der gut ist. Und dann, was das für diese Woche? Dann war es das für diese Aufnahmesession. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö!